wieder am Tomb Raidern? Ja. Es ist erneut passiert. Gefreiter Kosuke. Er hatte letzte Nacht Torwache. Niemand hat etwas gehört. Und heute Morgen fand man seinen Helm. Sonst nichts. Keine wegführenden Spuren, kein Blut, keine Patronenhülsen, nichts. Die anderen verdächtigen chinesischen Partisanen, manche sogar amerikanische GIs, diese Idioten. Sie haben keine Ahnung, was hier vorgeht. Es sind die Oni, die uns verfolgen. Ruhelose, böse Geister, die in den alten Gebäuden auf dieser Insel hausen. Wir sind Eindringlinge und sie beobachten uns. Sie warten. Die vielen Wracks, die Ruinen. Die ganze Insel ist ein Friedhof. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Oni uns holen. Schleich ich denn? Nee. Wo ist denn das Reh hin, was ich vorhin gesehen habe? Wie ohne Cosplay. Hallo, Gavin. Ja, ich habe doch gesagt, dass mir... dass ich mich sonst erkälte bei den aktuellen Temperaturen. Ach, da ist das Ray. Leider aus meinem Bild verschwunden. Nein! Ich hab nicht gesehen. Taub auf jeden Fall. Ja, aber jetzt geht's hoffentlich. Das ist echt furchtbar, wenn man das... Also... Oh, es ist schnell! Ich glaube, ich habe es erwischt. Also zumindest angeschossen. Okay. Eins haben wir. Ein MM Hunter Main. Gar nicht, ich bin doch BM. Tut mir leid, aber Lara hat Hunger. Okay, zurück zum Lager. Lara, du wirst nicht immer moderne Geräte haben, die dir sagen, wo du bist. Wenn du lernst, Landschaft und Sterne zu lesen, findest du immer nach Hause zurück. Schau mal, wisst du, wo ich hergekommen bin? Reh-Ragu. Oh, Hasen gibt's auch. Ein Reh habe ich doch vorhin auch schon angeschossen. Das müsste man eigentlich noch erlösen von seinem Leid.
Hier sind noch Pfeile. Ich glaube, das ist auch so eine Eigenschaft von Leicht, dass man halt sehr viel Munition hat. Für Erfahrungspunkte könnte ich jetzt noch ein paar Bambis abschießen. Da rennt noch so ein Mittag. Essen Sie gern wild? Nein, mit Messer und Gabel. Da ja auch so Erfolge, die man machen kann. Schieß lieber Vögelchen ab, das reicht für eine Person. So ein Reh ist doch viel zu viel für dich alleine. Haha. Zwei von 10 Totems zerstört. Geocaching kann man ja auch machen. Na? Hallo? Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Tierische Instinkte. Überlebenskunst. Verbessertes Bergen. Durchsuchen Sie Kisten und Truhen sorgfältig, um zusätzliches Bergen zu erhalten. Knochensammler. Gibt doch verschiedene. Gab es nicht verschiedene? Jäger, Jäger. Achso, Jäger und Überleben. Sicherer Schuss. Sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um Ihren Bogen zu zielen. Ja, vorhin hat sie ja einfach dann losgelassen. Vögelchen schmeckt doch viel, viel besser als Reh. Ah, ich glaube, ich gehe erstmal ein bisschen auf Überleben. Oder? Obwohl, nee, das ist gar nicht so schlecht hier mit dem Zielen. Meistern! Meister es! Doppelt so lange. Jawohl. So schnell das Reisen geht noch nicht. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert?
Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Hülle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Ross, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat's jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Hallo, Goblin. Musik. Hallo? Ist jemand hier? Was sind das für Zeichen? Was mache ich bloß? Oh Gott, das ist verrückt. Oh nein. Ugh. Diese traditionelle Nomas gestellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Wenn ich die Dialoge lauter machen soll, müsste das sagen, ne? Sieht aus wie ein Swashis geheimen Raum, ja wirklich. Immer diese Strichlisten, hat er mir mitgezählt? Aber das war nicht meine Strichliste. No one leaves. Hallo, Bloody Cruel. Oh ja, Wildschweine haben es in sich. Da war es vor allem der Toonie in Rough sehr gut einzuschätzen. Toonie, der Wildschweinreiter. Hat man gerade nicht gut gehört? Oh, furchtbar. Ah, da ist halt auch die Musik dann lauter, ne? Beziehungsweise die Umgebungsgeräusche. Okay.
hier. Man könnte auch einfach die Leiter nehmen. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle strecke ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist das hier geworden? Soll das alles essen? Reyes! Lara ist hier! Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir? Sie war hier. Mit diesem Mann, Matthias. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ra? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ra, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe nein, mit dir. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ra. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen.
okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Hallo, Steppel. Nicht so schlimm. Man hätte meinen können, du wusstest, wo. Ja, an manche Szenen kann man sich noch gut erinnern, aber man hatte genug Zeit zum Schießen. Wo fange ich an? Okay. Ich bin Lara Croft, eine Archäologin von der Endurance, gestrandet auf einer Insel im Drachendreieck östlich von Japan. Dieser Ort ist unglaublich. Ich habe hier Jahrhunderte alte Wracks gesehen. Wir waren nicht die Ersten. Und ich weiß, wir sind nicht allein. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn ich nicht von hier wegkomme, findet das hier vielleicht irgendwann irgendwer. Glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. Keine Fackel mehr. Achso, doch hier. Geht noch nicht. Axt nicht stabil genug. Ja, das werden wir ändern. Lara! Hier oben, ich hab was gefunden! Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf! Da ist ein großes Tor! Ich glaube, hier gab's auch noch ein paar Wölfe! Da war aber wirklich ein One-Shot-Wolf. Shit! Scheiße! Nein, friss mich bitte nicht! Die Rache der Wölfe. Mann, ich hab das mit dem F noch nicht so ganz drin. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Geh du doch einfach den Hügel rauf. Wo sind die jetzt? Diese
bräuchte mehr Soundkommand. Damit diese Low-Level-Chars, die vom erstbesten Wolf gekillt werden. Oh Gott. Nein! Ich will hier irgendwo hin. Hilfe! Spring einfach irgendwo drauf, Lara. Und mach die von oben kaputt. Spring doch bitte hier drauf, Lara. Oh, danke. Mit F nicht stoppt man, oder? Nee, aber damit hätte ich einen. Ich hätte mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Damit hätte ich den Angriff abwehren können. Habe ich aber nicht. Habe ich vergessen. Ich fand das zu brutal. Braucht man eine Pause? Der nächste Wolf, der sie killt, ist mein Wolf. Oh, Gavin. Jetzt sind die abgehauen, ne? Ich wollte die doch wie so ein kleiner Feigling von hier oben kaputt hauen. Lara hat eine Vertrauenskrise, also werde ich für sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Kleine Wölfchen, piep einmal! Wo sind die jetzt hin? Sind die jetzt einfach wieder gegangen, oder was? Boah, es ist dunkel! So, irgendwas abzuschießen? Töte alle Wölfe. Ah ne, von hier bin ich gekommen. Mein Aim ist halt auch für'n Arsch, ne? Jetzt nochmal hier von hier kommen. Ja. Wo ist der andere jetzt hin? Kommt natürlich von hinten. Schleichen im Unterholz rum, ja. Die Kamera gleich blutbefleckt ist. Es ist sehr brutal. Auch Wölfe raus, wenn ich nicht aufpasse.